Welche Bücher sollte man als Vorbereitung auf die Facharztprüfung Dermatologie lesen? Meine Empfehlung ist als Basis den Fritsch. Hier sind die Krankheitsbilder sehr anschaulich beschrieben, zum großen Teil auch mit Fallberichten und gut strukturiert aufgearbeitet. Während man sich in der Rotation befindet, in der Klinik, dann empfiehlt sich ein Kitteltaschenbuch, wie beispielsweise diese Checkliste hier, wo man immer auch dann die aktuelle Therapie nachschlagen kann. Zur Vorbereitung in der akuten Phase dann ein Buch wie dieses hier mit echten Fragen aus Facharztprüfungen, wobei die hier teilweise schon ziemlich detailliert sind. Oder wenn man noch mehr über den Tellerrand hinausschauen möchte, dann dieses Buch zur Vorbereitung auf die amerikanische Facharztprüfung. Wenn man das drauf hat, dann kann man jeden Prüfer auch mit sehr exquisiten Nerdwissen beeindrucken. Ansonsten empfiehlt es sich, Fachjournals zu lesen, wie beispielsweise den Hautarzt oder das Journal der Dermatologischen Gesellschaft.